Und jetzt reden wir mal wieder über andere. Jochen Schropp. Für alle, die ihn nicht kennen, der macht sowas Ähnliches wie ich, nur im TV. Wobei, niemand macht es wie ich. Ja, Jochen Schropp, keine Ahnung, irgendwo war er mal zu sehen. Und TV-Moderator Jochen Schropp, 39, erlebt seit seinem öffentlichen Coming-out vor einem Monat ein Wechselbad der Gefühle, während ich zunächst von einer Nachrichtenwelle übermannt wurde. Das Wort ist gut in dem Zusammenhang. Erhielt ich später viele längere Zuschriften von Eltern homosexueller Kinder und Menschen, die eine ähnliche Geschichte teilen. Das sagt er im Interview mit der Gala Heft 29 2018. Ab morgen im Handel. Ich habe einige Male weinen müssen, weil ich so berührt war. Hetzkommentare in den sozialen Medien nehme er dagegen nicht sonderlich ernst, melde sie aber den Plattformbetreibern. Sein Zwischenfazit: 99,9% der Zuschriften waren unterstützend. Ah, nicht vergessen, diese Meldung ist mit Quellangaben Gala zur Veröffentlichung frei. Danke. Geht die Karriere langsam zu Ende, bringt eine Story schnell die Wende. Dann haben wir noch einen neuen Blitzer in der Münchner Straße in Neuried Richtung 5x02329 oder 0800.000 Today. Übermannt. Interessantes Wort.